Ein neuer Start in 2022. Mit der FDP in einer Fortschrittskoalition im Bund. Und bei uns in Nordrhein-Westfalen seit 4,5 Jahren Fortschrittskoalition gemeinsam mit der CDU. Das heißt, es kommt nicht auf den Partner oder die Partnerin an, sondern entscheidend ist, dass die FDP als Fortschrittsmotor in einer Regierung ist. Wir haben als Reformkraft in Nordrhein-Westfalen noch wirklich viel vor. Wir wollen den Kohleausstieg beschleunigen. Aber dabei ist uns wichtig, dass die Facharbeiterinnen und Facharbeiter nicht ins Bergfreie fallen, sondern dass sie eine faire Perspektive bekommen. Wir wollen neue Bildungschancen ermöglichen, gerade auch für die Jüngsten, gerade für die, die unter der Corona-Krise am meisten leiden. Wir wollen bauen, 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 damit wir neue Möglichkeiten schaffen für bezahlbare Wohnungen. Wir wollen auch ein Land von Eigentümern werden. Wir wollen bei der Grunderwerbsteuer den ersten Schritt, den wir gegangen sind, zur Erleichterung von Wohneigentum weiter ausbauen, dass es für viel mehr Familien möglich ist, Eigentum auch zu schaffen. Wir sind am konsequentesten von allen Bundesländern in der Abschiebung von Gefährdern und Straftätern. Das ist mir sehr wichtig, weil das die Konsequenz auch ist aus dem Anschlag vom Breitscheidplatz von Anis Amri. Ich habe danach viel umgestellt, als ich das Amt übernommen habe, damit wir hier diejenigen, die unsere Gesellschaft belasten und gefährden, auch konsequent zurückführen. Und gleichzeitig haben wir ein positives Narrativ als Einwanderungsland Nordrhein-Westfalen. Es sind viele Menschen zu uns gekommen, die unsere Gesellschaft so vielfältiger und bereichernd gemacht haben. Und deswegen ist es mir auch ganz wichtig, dass all diejenigen, die sich hier einbringen, die sich in unsere Gesellschaft integrieren, auch eine dauerhafte Bleibechance bekommen. Dafür schaffen wir die Rechtsgrundlagen. Gemeinsam auch mit der neuen Bundesregierung werden wir all das für Nordrhein-Westfalen umsetzen. 2022 ist ein Jahr voller Chancen. Auf ins Neue. Mit der neuen Bundesregierung und mit einer starken FDP in Nordrhein-Westfalen, die auch nach dem 15. Mai weiter unser Land gestaltet.